Hoaxilla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 239. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa. Hallihallo, guten Tag, guten Abend, guten was auch immer und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Ist ein bisschen vorangeschritten im Halloween-Monat Oktober, bis wir jetzt diese Folge veröffentlichen. Lag daran, dass wir privat unterwegs waren und auch dienstlich, in Anführungsstrichen. Wir waren in Südtirol jetzt vor einigen Tagen, haben da binnen 2 Tagen 3 Vorträge gehalten. Eingeladen hatte uns der Bildungsausschuss Nana. Das war eine hochinteressante Reise für uns auch, waren schöne Vorträge. Aber das tolles Publikum, mit dem man gut diskutieren konnte. Genau, das hat aber leider etwas Zeit gekostet, deswegen etwas verspätet jetzt wieder mal die Folge. Aber wir haben auch schon die 2. Folge für diesen Monat geplant. Und während wir heute so ein bisschen konspirativ werden, wird es dann nochmal gruselig zum Ende des Monats hin. Das können wir schon mal versprechen. Vielen Dank an alle unsere Unterstützerinnen und Unterstützer, die ihr da zahlreich mehr werdet, haben wir den Eindruck. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Das funktioniert sehr gut nach wie vor und wir erwähnen das gerne und bedanken uns auch gerne. Oh ja, ihr seid großartig da draußen. Die Unterstützung, die wir auf so viele unterschiedliche Arten von euch erhalten, ja, macht, dass wir mit großer Freude und viel Elan an dem Projekt weiterarbeiten. Und wir machen jetzt auch erstmal weiter in der Sendung. Genau. Die Story der Woche. In der Hoaxilla Story befinden wir uns diesmal im Jahr 1989 in San Francisco bei einem Herrn namens Jones, nicht näher bezeichnet, der sich sein Traumauto kauft, einen roten Porsche. Ganz schnittig und toll, er hat da lange drauf gewartet. Er fährt damit zu einem Sportereignis, zu einem Baseballspiel der World Series. Und muss leider dann feststellen, dass ein Ereignis eintritt, was ja in San Francisco, also LA, San Francisco, in dieser ganzen Gegend nicht so ungewöhnlich ist, nämlich ein Erdbeben. Das sorgt dafür, dass das Spiel nicht stattfindet. Das Spiel wird also abgebrochen. Er will zu seinem Auto zurück und muss feststellen, es hat nicht nur ein Erdbeben gegeben, er verpasst sein Sportereignis, auf das er sich gefreut hat, sondern das Auto ist auch noch weg. Sein Traumauto ist geklaut worden. Er begibt sich trotzdem nach Hause. Es herrscht natürlich Chaos und Zerstörung aufgrund dieses Erdbebens und er hört erstmal nichts und dann einige Tage später kommen Polizisten vorbei, bringen ihm das Lenkrad vorbei, sozusagen alles, was vom Auto noch übrig geblieben ist und sagen, sie haben es zerquetscht unter einer Autobahnüberführung gefunden, wo es wohl verunglückt ist. Einige Kilometer entfernt von dem Ort des Sportereignisses. Und es hat sich herausgestellt, das Auto ist geklaut worden und derjenige, der das geklaut hat, der Dieb, ist durch dieses Erdbeben verunglückt mit dem Auto, der ist quasi in dem Auto, das er gestohlen hat, zerquetscht worden. Das Auto war weg, konnte man wahrscheinlich auch nicht viel machen. Aber dieser Mann namens Jones hatte dann auf ziemlich makabre Art und Weise vielleicht wenigstens das Gefühl, dass ihm so ein bisschen Gerechtigkeit widerfahren ist, obwohl das schon sehr, sehr böse. Schon sehr makaber, ja, auf jeden Fall. Wenn denn die Geschichte stimmt? Das wissen wir jetzt noch nicht, aber am Ende der Sendung. Werden wir das aufklären? Ja, ich bin sehr gespannt. Ich weiß es diesmal auch nicht. Du guckst mir auch die ganze Zeit schon so erstaunt an. Ich überlege mal für mich selber, was du mir nachher erzählst. Thema der Woche. Ja, die heutige Folge trägt den Titel I Want to Believe und das hat einen Grund. Wir wollen etwas anderes machen in der heutigen Episode. Das liegt daran, dass wir in den vergangenen fast 10 Jahren, die wir Hoaxilla machen, immer wieder gefragt worden sind,
was wir von der Serie The X-Files, also Akte X auf Deutsch, halten. Wir sind immer wieder gefragt worden, ob wir da irgendwie inspiriert worden sind von der Serie, und wir haben uns eigentlich bei der Vorbereitung nach der letzten Folgen diesen Jahres irgendwann gesagt, warum machen wir nicht eigentlich mal was zu Akte X? Das ist eigentlich seit 10 Jahren oder seit fast 10 Jahren überfällig. Genau, für all diejenigen, die das nicht wissen, Akte X ist eine Serie, die 1993 startete in den Vereinigten Staaten und über 9 Staffeln lief. Es gab 2 Kinofilme, eigentlich 10 Staffeln, muss man sagen, weil sie jetzt nochmal nachträglich vor, glaube ich, 2 Jahren nochmal Folgen nachgeschoben haben. Also 10 Staffeln, von denen die letzte nur ein paar Folgen beinhaltet hat. Und die Kernfolgen, sprechen wir mal davon, haben als Handlungsbogen tatsächlich eine Verschwörung innerhalb der US-amerikanischen Regierung, ja, zum Inhalt, in der es darum geht, dass es Kontakt mit außerirdischen Intelligenzen gibt. Natürlich spielt da auch Area 51 eine entscheidende Rolle. Genau, im Rahmen dieser Verschwörung soll die Öffentlichkeit eben darüber getäuscht werden, dass es nicht nur den Kontakt gibt, sondern dass es auch geheime Regierungspläne mit den Außerirdischen gibt. Ich würde sagen, ein regen Austausch, möchte man fast meinen, der mehr oder minder gut läuft und mehr oder minder gefährlich ist. Ich fand es immer ganz, ganz lustig, dass an einer Stelle in der Serie gesagt wird, ach hier Roswell, also auf die Frage hin, ob Roswell sozusagen das erste Ereignis war, wo sie außerirdische Technologie und Aliens in die Finger gekriegt haben, so als amerikanische Regierung. Und dann wird in der Serie gesagt, ach, Roswell war irgendwie ein kleiner Fisch, wir hatten da irgendwie Abstürze, die viel lukrativer waren. Ist immer so ein ganz netter Dreh. Aber eigentlich vereint diese Serie alles in sich, was uns so bei Huxilla beschäftigt, bis hin zu der Frage, wie wirken sich Verschwörungstheorien auf die Gesellschaft aus und wie wirkt sich die Gesellschaft auf Verschwörungstheorien aus und was hat das Ganze mit Popkultur zu tun? Mhm. Also man kann das auf einer sehr, sehr handfesten, inhaltlichen Art und Weise betreiben, so diesen Vergleich Huxilla, Akte X. Man kann es sogar auf einer Metaebene besprechen, was das Ganze mit uns zu tun hat. Genau, die beiden Hauptfiguren, für alle, die die Serie eben nicht kennen, sind 2 FBI-Agenten, ein Mann, Fox Mulder, und eine Frau, Dana Scully. Dana Scully in dem Fall Ärztin und FBI-Agentin. Und interessanterweise ist es in der Serie so, dass Fox Mulder, also der männliche Hauptcharakter, eher diesen ganzen Verschwörungen anhängt und ihnen glaubt, und der weibliche Charakter, Dana Scully, eher eine Skeptikerin ist. Typischerweise würde man ja immer Frauen oder hat man zur damaligen Zeit eher Frauen diese Believer-Rolle zugeschrieben. Also hier wurde ein Gender-Swap vorgenommen. Naja, es ist ja tatsächlich so, wann auch immer wir uns so in der Skeptiker-Szene bewegen und über esoterische Themen sprechen, aus wissenschaftlich-kritischer Sicht, dann kommt immer irgendwann der Punkt, wo man so die Tendenz spürt zu vermuten, dass Frauen da so ein bisschen leichter zugänglich sind für diese ganzen sind, oder ja, anfälliger sind für diese ganzen Themen. Das ist etwas, was man natürlich dann entsprechend auch statistisch und durch Studien belegen müsste, was aber so in der Gesellschaft als Bild ziemlich tief verankert ist, auf jeden Fall. Ich finde es aber interessant an dem Scully-Charakter, dass sie nicht nur dann in der Serie entsprechend geschrieben ist als Strong Female Lead, wie man ja inzwischen sagen würde. Es geht sogar noch ein Stückchen weiter. Also sie ist Ärztin, möchte dann aber nicht, was man ja als Arzt auch oft tut, praktizieren, also helfen, was man ja vielleicht bei einer Frau noch mehr vermuten würde, also im klischeehaften Sinne, sondern sie wählt dann eine Ausprägung ihres Berufs, die um einiges gefährlicher ist und sie sozusagen ja so mehr in Richtung menschliche Abgründe führt, also einfach in den ganzen Bereich der Verbrechensbekämpfung. Das ist ja sicherlich nichts, was man jetzt typischerweise damit in Zusammenhang bringen würde, wenn jemand anfängt, Medizin zu studieren. Naja, und sie macht die ganzen Autopsien und das ganze eklige Zeug, was man als Nicht-Mediziner ja auch nicht sehen möchte in der Serie. Ja. Um die Frage einfach mal zu beantworten, natürlich war Akte X eine Rieseninspiration für das, was wir heute tun, und tatsächlich ist Akte X auch so ein Event gewesen oder eine Serie gewesen, die wir geschaut haben, bevor wir ein Paar waren. Also viel von dem, was ja uns bei Huxilla verbindet, also und begleitet, ist ja auch entstanden, während wir schon zu ein Paar waren im echten Leben, aber tatsächlich Akte X war vor unserer Beziehung, und wir haben aber trotzdem beide Akte X geschaut.
für mich sicherlich einer der Momente in meinem Leben, wo ich angefangen habe, überhaupt über das Thema einer möglichen Verschwörung von Regierungen nachzudenken, und sicherlich auch einer der Momente, wo ich dann immer wieder an den Punkt kam zu sagen, ist da eigentlich was dran, was uns da im Fernsehen gezeigt wird? Und das war, glaube ich, auch das, was die Serie, die ja dann am Ende 2001 irgendwann auslief, zunächst mal auslief, muss man ja sagen, auch getragen hat. Es gab eben diesen großen Handlungsbogen dieser Regierungsverschwörung, also mit all dem, was wir heute auch immer so als Narrativ kennen, schwarze Autos, die vorfahren, Organisationen, die immer noch über den Regierungsorganisationen stehen, die im Hintergrund die Fäden ziehen. Informanten, die sozusagen unter Gefahr für ihr eigenes Leben versuchen, Scully und Mulder Informationen zukommen zu lassen, um sie dann sozusagen auf ihrem Weg weiter zu schubsen. Genau, und eben der Gedanke, dass eine Regierung nicht das Wohl ihrer Bürgerinnen und Bürger als oberste Priorität hat. Da kann man sich ja bis heute, als auch gerade, wenn wir uns über die Klimadebatten unterhalten, kräftig drüber. Nicht nur die, was die Klima. Aber auch andere Dinge kann man sich natürlich heute da kräftig drüber diskutieren, ob denn eine Regierung überhaupt noch irgendwo das Wohl der Bürger auf der obersten Priorität hat. Aber das ist ein Thema, da wollen wir gar nicht einsteigen. Aber in Amerika war es schon so, dass man so ein Gefühl von Sicherheit auf dem amerikanischen Kontinent hat. Und bevor wir vielleicht noch ein bisschen weiter einsteigen, kann man ja sagen, was einfach hochinteressant ist, ist die Tatsache, und das sagt auch der Macher der Serie, der Produzent und der Erfinder der Serie, Chris Carter, und übrigens auch Gillian Anderson, die Schauspielerin, die Dana Scully gespielt hat, dass der 11. September 2001 eigentlich das Ende von Akte X war. Was eigentlich gar nicht eingängig ist, denn natürlich, wir haben das hier oft genug thematisiert, ist mit dem 11. September 2001 die Idee von Verschwörungsmythen, gerade auch um dieses Ereignis herum, ja explodiert. 2001 war das Internet massentauglich geworden, jeder konnte seine Verschwörungsmythen ja auch im Netz verbreiten. Und man könnte ja erwarten, dass eine Serie, die eine Regierungsverschwörung sowieso schon im Kern beinhaltet, explodiert an diesem Zeitpunkt. Und das war ja genau nicht der Fall, sondern die Serie verlor Zuschauer. Vielleicht, weil sie zu sehr an der Realität dessen dran war, was man gerade erleben musste. Oder nein, nicht das an der Realität dessen, was man gerade erleben musste, aber an der gefühlten oder sagen wir mal so am Sicherheitsempfinden der Menschen. So. Ich glaube, der Schock der Anschläge vom 11. September saß so tief, dass da so eine Art Verschiebung stattgefunden hat. Chris Carter hat im Interview gesagt, es ist interessant, dass unsere Serie, das also Akte X, sagen wir mal so, nicht unbedingt mehr Zuspruch erfahren hat im Nachgang des 11. September, aber dass dann eine Serie wie 24, die Regierung in einem sehr, sehr positiven Licht, geradezu in einem heroischen Licht darstellt, umso beliebter geworden ist. Und vielleicht steckt dahinter erstmal so eine Sehnsucht nach einer Regierung, die die Menschen wirklich schützen kann, die die Bürger wirklich schützen kann, die buchstäblich alles riskiert, alles tut, um die Menschen vor Terror zu bewahren. Und auf der anderen Seite eben so eine Verschiebung von Verschwörungsmythen von der Popkultur in die Mitte der Gesellschaft vielleicht. Also dass da irgendwie die Verschwörungsmythen mehr so ins, ich will jetzt nicht sagen ins kollektive Unbewusste, aber in so tiefere Schichten gelangt sind und da eben weitergeschwelt haben, bis sie sich dann eben wieder in dem, was wir eigentlich heute kennen und mit dem Huxley immer zu tun hat, Bahn gebrochen haben. Ja. Nämlich zu diesem Durchdringen der Gesellschaft durch Fake News, Verschwörungsmythen und Hass, der jetzt in so vielen Foren und in so vielen sozialen Medien eine Rolle spielt. Ja, interessant ist dann auch, und da streifen wir dann nochmal ein Thema, eine Folge, über die wir ja in diesem Jahr gesprochen haben, auch die Folge mit Alex Jones. Das war dieses Jahr, ne? Glaube ich. Ach, hi. Ich glaube ja. Ihr wisst das besser als wir. Also die Folge über Alex Jones und Infowars, wo dann letztendlich die Autorin von Akte X tatsächlich auch sich die Sachen angeschaut hat, die Alex Jones so verbreitet als Verschwörungsmythen und gesagt hat, das Zeug war zu abgefahren, als dass wir das benutzen wollten in unserer Sendung. Es gibt dann in der neuen Staffel, in der 10. Staffel, eine Folge, wo es um einen Charakter geht, der Alex Jones nachempfunden ist, ein Stück weit so ein Medienmanipulator.
Und das ist aber, finde ich, auch eine der schwächeren Folgen der neuen Staffel, aber das ist natürlich eine persönliche Meinung. Was man festhalten kann, ist, also sowohl die Folgen dieser Regierungsverschwörung sicherlich einen bleibenden Eindruck zunächst mal auf uns beide ja dann gemacht haben, wie wir dann auch festgestellt haben später. Und das Zweite, was die Serie ja ausgezeichnet hat, war die sogenannten Monster of the Week Episoden, wo es dann wirklich breit um all die Themen eigentlich geht, die wir ja auch streifen. Da ging es um Werwölfe, es ging um Vampire. Chupacabra. Ja, um den Chupacabra. Also es gab Telekinese, scheinbar magische Menschen. So sagen wir mal so Mutationen und Mensch-Tier-Hybriden, die durch radioaktive Substanzen entstanden sind. Also wenn ich jetzt an Parasite denke, wo am Ende gesagt wird, ja, die Natur hat das Ding nicht geschaffen, sondern wir haben ihn geschaffen, so nach dem Motto. Genau, nach Tschernobyl. Also all das wurde in dieser Serie aufgegriffen und natürlich muss man sagen, von der Erzählgeschwindigkeit, wenn ihr jetzt die Serie nicht kennt und sagt, boah, das klingt gut, die will ich mir angucken, das ist halt eine Serie der 90er Jahre, die ist anders erzählt als Fernsehserien heute. Das muss man mögen oder auch nicht, aber wer noch nie Akte X gesehen hat, von uns eine klare Empfehlung, sich das mal anzuschauen. Aber ja, das hat auf so vielen Ebenen letztendlich mich tief beeindruckt, dass wir gesagt haben, vielleicht auch deswegen gesagt haben, wir fangen mit Huxley an. Und interessanterweise waren ja auch die Macher der Serie nicht verschwörungsmythengläubige Personen, die sozusagen ihre Wahrheit dann ins Fernsehen bringen wollte. Auch das findet man häufig in Foren, dass Leute sagen, die haben es gewusst und die haben es verfilmt und man konnte sie dann nicht mehr bremsen, sondern es waren eben ähnlich wie wir Menschen, die von diesen Themen fasziniert waren und in diesem fiktionalen Medium einer Fernsehserie in der Lage waren, all diese Themen aufzugreifen. Und interessant ist, dass Akte X auch eine Serie war, die zu einer Zeit lief, als gerade die Newsgroups im Internet, insbesondere in den Vereinigten Staaten, anfingen zu arbeiten. Das heißt, nach den Folgen konnten sich Menschen austauschen. Und heute ist es, glaube ich, so, wenn man sich Themen der Serie Akte X nimmt und anfängt, danach im Netz rumzugoogeln, findet man tatsächlich immer irgendwas, was scheinbar zu belegen scheint, dass da Wahrheit dran ist. Und man könnte den Gedanken haben, dass also an einigen der Geschichten wirklich etwas, ein wahrer Kern fußt. Man muss natürlich heute mit einem gewissen Abstand und Quellenkritik feststellen, dass das wahrscheinlich immer noch die gleichen Quellen sind, die auch die Autoren damals gefunden haben und daraus eben dann die Geschichte gestrickt haben. Das heißt, Zeitungsausschnitte von Genetikern, die gesagt haben, wir können in 5 Jahren das und das machen, andere abgefahrene Forschung, Ergebnisse aus der Schlafforschung. Es gibt Folgen, wo Menschen dann angeblich seit 24 Jahren nicht geschlafen haben, mit all den Auswirkungen, die so ein Schlafentzug oder kompletter Schlafentzug nach sich zieht. Und deswegen auch noch telepathische Kräfte entwickeln. Später dann irgendwann, genau, in der Serie. Also das sind natürlich alles Themen, die furchtbar faszinierend sind, die in der Serie, ähnlich wie bei Star Trek, durch so einen gewissen Science-Blabla auch wissenschaftlich gemacht werden. Und man muss natürlich sagen, es ist alles pure Fiktion, was wir da bei Akte X sehen, aber es ist halt gut gemacht. Und es hat natürlich auch gewisse Inspirationen. Vielleicht kommen wir nachher noch auf 1-2 Beispiele zu sprechen. Vielleicht können wir ja noch 1-2 Worte dazu verlieren, wieso, also in welcher Stimmung und in welcher, in welchem Umfeld sozusagen die Serie in der Gesellschaft eingeschlagen ist. Also was auch der Grund eventuell ist, warum sie vielleicht einen Nerv getroffen hat und das deswegen auch so erfolgreich geworden ist. Und da spielen einige Ereignisse eine Rolle, über die wir eigentlich nochmal gesondert sprechen müssten in verschiedenen Folgen. Wir haben einmal, das sagt Chris Carter auch in einem Interview, die ganze Watergate-Affäre. Lass uns da kurz einhaken, weil das ist nämlich genau ein Punkt. Wir haben kürzlich, da komme ich nochmal auf Lana zurück und auf Südtirol, auf unsere Vortragsreise. Da sind wir nochmal so ein wenig der Frage nachgegangen, 50 Jahre Mondlandung war das Thema, warum eigentlich
die Mondlandung auch insbesondere in den Vereinigten Staaten so hinterfragt worden ist und als Fälschung dargestellt worden ist. Und ganz interessant ist eine Sache, die wir hier in Deutschland auch vielleicht in der Tiefe gar nicht nachvollziehen können. Du hast jetzt gerade das Stichwort gegeben, Alexa, der Watergate-Skandal. Mhm. Also der Moment, wo ein amerikanischer Präsident wegen Bestechungsskandalen und anderen Dingen und Machenschaften... Ja, einfach absolutem Amtsmissbrauch. Und ja. Es würde jetzt wirklich zu weit führen, überhaupt nur zu versuchen festzustellen, welche Ereignisse in Nixons, also wir sprechen von Präsident Nixon, in seiner Amtszeit überhaupt zum Watergate-Skandal dazugehören. Auch da streiten sich Historiker und Journalisten bis heute, was nun alles an Kleinigkeiten in Anführungsstrichen, an Dingen dazugehört. Also es geht um Abhören, es geht um... Dinge, also quasi auch mit unlauteren Mitteln Dreck über politische Gegner sammeln. Es geht darum, im Prinzip alles zu tun, auch über das legale Maß hinaus, um die eigene Amtszeit in eine weitere Wahlperiode hinüber zu retten. Also im Grunde genommen kriminelle Machenschaften eines Politikers. Das Schlimme ist ja, also wahnsinnig viele Parallelen zur Amtszeit Trumps. Das macht mich gerade schon wieder. Aber da wollen wir jetzt gar nicht drauf einsteigen. Genau. Auf jeden Fall ein Präsident, der mit aller Macht am Sessel klebt. Und es gibt, ich habe neulich mal eben für diesen Vortrag Bilder gesucht. Und es gibt da wirklich so Gegenüberstellungen, auch so aus Zeitungsüberschriften. Also eine Zeitungsüberschrift, da sagt Nixon, ich trete auf keinen Fall zurück. Ein paar Wochen später in die nächste Überschrift, Nixon tritt zurück. Also 1974 ist Nixon dann tatsächlich im Zuge dieses ganzen Skandals zurückgetreten. Und natürlich ist das Ganze durch Journalisten der Washington Post, unter anderem Bob Woodward, der ja übrigens auch ein Buch über Trump geschrieben hat, aufgedeckt worden, und es gab da einen Informanten, der diese Journalisten mit Informationen versorgt hat. Ein Insider, der ihnen Informationen weitergegeben hat. Deep Throat war sein Deckname. Er ist lange, lange, lange Zeit, ich glaube 33 Jahre lang, anonym geblieben. Und es ist erst sehr, sehr spät herausgekommen, dass es sich um Mark Felt gehandelt hat. Jetzt müsste ich nochmal nachschauen. Das machen wir in der Folge über den Buch. Ja, genau. Also auf jeden Fall da natürlich auch die Parallele zu Akte X mit dem Charakter Deep Throat. Also ganz klare Anspielung auf Watergate. Genau. Und dieses Ereignis hat das Vertrauen in die amerikanische Regierung so massiv gestört, dass quasi auch mit dem Watergate-Skandal überhaupt ja auch Bücher erst beliebt wurden, die diese Regierungsverschwörung einer angeblichen Mondlandung propagiert haben. Kiesings Buch war 1976. Später dann nochmal, genau. Aber natürlich, also eine Phase tiefsten Misstrauens, und man muss ja auch bedenken, der Vorgänger war John F. Kennedy, unfassbar beliebt, Ja, erst kam noch Johnson, aber ja. Eine Welle der, Kennedy, der eine Welle der Sympathie ja hinter sich hertrug, als amerikanischer Präsident tragisch rausschied, und da war das Volk schon emotional gefasst, und dann hinterher quasi jemand, der tatsächlich kriminelle Machenschaften, Amtsmissbrauch durchgenommen hat. Und nachdem man auch einen Präsidenten hatte mit Kennedy, der durch einen Anschlag aus dem Amt geschieden ist, der auch erschossen worden ist. Genau. Also auch das schon allein ein traumatisches Ereignis, das ja auch sich dann in Akte X widerspiegelt. Auch nochmal widerspiegelt, genau. Das heißt also, die Generation, die das mitbekommen hat, den Watergate-Skandal und auch das, was dann ja scheinbar innerhalb einer Regierung möglich ist, hatte ein zutiefst geprägtes Misstrauen einfach bekommen, und das ist das, was du ja sagst, was Carter im Interview auch sagt. Er ist davon auch nicht unbeeindruckt geblieben, wie viele, viele andere auch. Und ohne jetzt hinter allem und jedem eine Verschwörung zu vermuten, das ist ja auch eine Frage, die uns immer wieder erreicht. Die Frage, ihr seid also der Ansicht, es gibt überhaupt gar keine Verschwörung und die Welt ist total tuffig und man soll alles glauben, was die Regierung einem erzählt. Natürlich ist das totaler Quatsch, und natürlich denken wir so nicht, sondern es gibt natürlich Verschwörungen. Wir haben auch schon über diese Verschwörung Folgen gemacht. Und wenn ich jetzt hier über Watergate rede, da müssen wir auch mal eine Folge drüber machen und das Thema nochmal aufbereiten. Dass es Verschwörungen gegeben hat, ist ja nicht ein Beweis dafür, dass jede Verschwörung, die man sich ausdenkt, dann auch wirklich stimmt. Und das ist ein ganz entscheidender Fakt. Aber Watergate, um es nochmal zusammenzufassen, ist sicherlich einer der Gründe, warum es bis heute
Misstrauen auch insbesondere gegen die amerikanische Regierung bei den amerikanischen Bürgerinnen und Bürgern gibt und eben ein Ereignis, was zum Beispiel auch Chris Carter geprägt hat, genau, die Serie zu machen. Vielleicht sollten wir noch die anderen beiden Ereignisse ansprechen, die da auch eine Rolle spielen. Also einmal die sogenannte Satanic Panic. In den 80ern hatte man wahnsinnig große Angst in Amerika davor, dass es so etwas wie, quasi im großen Stil organisierten satanischen Missbrauch, rituellen Missbrauch gibt. Das ist auch eine Geschichte, die ich hier nur ganz kurz ansprechen möchte, denn wir haben immer noch vor, da ein bisschen mehr dazu zu machen, jetzt ohne zu viel dazu zu sagen. Also da wird sicherlich seitens Huxilla nochmal was kommen, auch mit einem Gast, der da ganz, ganz viel dazu sagen kann. Aber eben diese Satanic Panic hat sicherlich auch ein Klima geschaffen, wo man das Gefühl hatte, man wird so von so dunklen Kräften in der Gesellschaft bedroht und unsere Kinder sind nicht mehr sicher. Und wir haben irgendwie das Gefühl, dass da im Untergrund etwas schwelt, was verbrecherisch ist und was auch so ein Art religiösen oder antireligiösen oder wie auch immer man das formulieren will, Charakter hat und vielleicht auch so ein bisschen so einen ganz kleinen paranormalen Touch. Also auf jeden Fall hat diese Satanic Panic auch so mit zu dem Klima beigetragen in den 80er Jahren, wie gesagt, und das hat dann sicherlich noch fortgewirkt. Das war die eine Geschichte und dann sagt Chris Carter bei den Inspirationen, also nicht nur hat er Twilight Zone geguckt, gerne, übrigens auch eine Folge, über die wir ja auch schon neulich gesprochen haben, die mit dem verschollenen Flugzeug, was durch die Zeit fliegt. Mhm. Und die Gremlins-Episode. Und die Gremlins-Episode. Also das war sicherlich eine Inspiration im fiktionalen Bereich. Er hat allerdings auch den sogenannten Roper Poll gelesen, der 1992 rausgekommen ist, also veröffentlicht worden ist. Und das ist, also ein Roper Poll, das ist im Prinzip nur so ein Mittel der Marktbefragung, was man also nur nutzen kann, so um Fragebögen zu machen und Dinge rauszufinden, die einen interessieren. Und es gab ein paar Leute, die haben dieses Tool dazu genutzt, um mal zu gucken, wie verbreitet sind denn Alien-Entführungen in der Gesellschaft. Die drei Autoren dieser Studie, also dieser Befragung, waren Hopkins, Jacobs und Westrom. Und die haben also sich so ein paar Kriterien ausgeguckt, anhand derer sie gucken wollten, ob die Befragten eine Erfahrung gemacht haben, die irgendwie nahelegt, dass sie mal von Aliens entführt worden sind. Und haben dann irgendwie ganz interessante Zahlen herausbekommen. Sie haben irgendwie fast 6000 Amerikaner befragt und 119 haben dann in einer Art und Weise geantwortet, die für die Autoren dieser Studie, dieser Befragung nahelegen würde, dass sie eine Erfahrung gemacht haben, die in diesem Bereich zielt, also die es nahelegt, dass sie mal von Aliens entführt worden sein könnten und haben dann eben daraufhin auf die ganze amerikanische Bürgerschaft geschlossen und sind dann drauf gekommen, dass fast 4 Millionen Amerikaner von Aliens entführt worden sein könnten, was natürlich eine ganz ordentliche Zahl wäre. Wir haben ja zu dem Thema Alien-Entführung auch schon eine eigene Episode mal gemacht. Also ihr merkt schon, dass natürlich all diese Themen, die in Akte X eine Rolle gespielt haben, auch sich dann wirklich in Episoden abgebildet haben. Und als wir jetzt angefangen haben, wir sind gerade in einem Rewatch der Serie, ist einfach der Gedanke gekommen, eigentlich müssten wir das mal einfach auch aufbereiten. Und da seht ihr schon, Alien-Entführungen, Watergate haben wir noch nicht gemacht, aber Watergate hat einen Einfluss auf die angebliche Mondlandung gehabt und so weiter und so weiter. Das sind Muster, die sich da massiv durchziehen. Doch, auf jeden Fall. Übrigens vielleicht noch ganz kurz zu dem Roper Poll. Es gibt eine Psychologin, Susan Blackmore, die hat für den Skeptical Inquirer einen Artikel, einen sehr, sehr gut fundierten Artikel über diesen Roper Poll geschrieben und hat festgestellt, dass man nicht, also von den Fragen, die gestellt haben, nicht darauf schließen kann, wie viele Menschen von Alien entführt worden sein könnten, sondern eher darauf schließen kann, wie oft die im Fernsehen Dinge gesehen haben, die sie so ein bisschen inspiriert haben. Also eigentlich eher Schlussfolgerungen für den Fernsehkonsum schließen kann. Insofern ist natürlich die Kritik groß an diesem ganzen Roper Poll, aber es hat auf jeden Fall die Popkultur ordentlich beeinflusst und ich denke mal, dass es auch heute noch
Ufologen gibt, die eventuell diese Befragung heranziehen als Quelle. Ja, also das ist das Interessante ist, dass in Akte X sich all diese Themen, die in der Gesellschaft vorhanden sind und gewabert sind und die man irgendwie auf Partys ja auch spannend findet, sich wiedergefunden haben. Und ein ganz, ganz erfolgreiches Instrument von Akte X war das Nicht-Aufklären der Fälle. Also es wurde nachvollziehbar immer innerhalb der Episoden die Geschichte aufbereitet. Aber, und das ist ja das, was dann auch die beiden Agenten Mulder und Scully an den Rand des Wahnsinns, wäre jetzt übertrieben, aber immer wieder frustriert hat, es gab keine handfesten Beweise und damit auch dann letztendlich keine Fakten, die das, was sie erlebt haben, belegt haben, sondern es war immer etwas offen gestaltet und die letzte Erklärung für das, was man da gesehen hat, fehlte. Und es war dann immer die Frage, haben wir als Fernsehzuschauer mit den beiden Agenten Realität gesehen oder sind wir doch getäuscht worden? Und das war, glaube ich, ein sehr, sehr cleverer Schachzug, Dinge nicht zu Ende zu erklären, um mit dieser Offenheit in der Darstellung ja dieses Ominöse am Leben zu halten. Das hat extrem gut in der damaligen Zeit funktioniert. Man war irgendwann genervt, weil immer natürlich nichts aufgeklärt wurde. Aber man konnte natürlich hervorragend spekulieren über die Themen, die man da gesehen hat. Ja, also diejenigen, die vielleicht eher so skeptisch oder wissenschaftlich kritisch drauf sind, konnten sagen, ja klar, der letzte Beweis ist natürlich nicht erbracht. Und diejenigen, die wirklich glauben wollen, I want to believe, die hatten auch bei jeder Episode im Prinzip die Möglichkeit dazu. Was ich witzig finde, ist, dass die Macher bei Fox das erst so ein bisschen seltsam fanden, als Chris Carter so vorgestellt hat, was er so vorhat. Fanden die das irgendwie erst nicht ganz so toll. Die wollten natürlich gerne im klassischen Sinne so auch die Monster of the Week Folgen gerne durcherzählt haben, so von A bis Z mit einem schönen Ende, was auch nachvollziehbar ist und was keine Fragen offen lässt. Und dass Chris Carter da genau den Ansatz eben nicht gewählt hat, ist erst so mäßig angekommen, aber der Erfolg hat ihm natürlich recht gegeben. Ja. Innerhalb der Serie werden dann all diese Geschichten am Ende auch aufgeklärt und also zumindest die außerirdischen Verschwörungen scheint ein Stück weit zu stimmen, muss man ja letztendlich sagen. Sehr, sehr viele spannende Themen rund um Genexperimente, es gibt Folgen, wo das Körpergase oder das Blut giftig sind. Auch da gibt es dann immer wieder Berichte über solche Fälle in der Realität. Das ist, wenn ich da einhaken darf, übrigens auch eine schöne Inspiration dann für Hoaxilla. Das wäre echt eine Folge, die wir auch nochmal machen könnten. Es gibt die Folge The Erlenmeyer Flask, wo eben genau das Motiv zum Tragen kommt, nämlich des toxischen Bluts. Also wenn jemand sozusagen mit einer Nadel gestochen wird, dann tritt ein Gas aus und alle werden krank. Da hat es einen Fall gegeben, der bis heute ziemlich umstritten ist, nämlich den Tod von Gloria Ramirez. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber diese Frau ist, würden wir dann noch erzählen, unter welchen Umständen, aber sie ist ins Krankenhaus gekommen und behandelt worden. Und tatsächlich sind einige von denen, die sie behandelt haben, hinterher selber zum Teil sogar auf der Intensivstation gelandet. Also da müsste man dann nochmal genauer gucken. Es gibt eine Folge. Das ist ja wirklich das Charmante. Ich habe das ja vorhin schon mal angedeutet. Für einen Drehbuchautor reicht sowas, um daraus ein Drehbuch zu schreiben für eine Fernsehserie. Und natürlich wir als wissenschaftlich kritische Menschen sagen, da müsste man jetzt nochmal genau gucken, was ist denn Fakt an dieser Geschichte und was ist dann irgendwann vielleicht auch falsch abgeschrieben oder übertrieben worden. Und das zeigt, wie schön eben so eine Fernsehserie funktionieren kann, weil da reicht so eine Zeitungsmeldung, vielleicht sowas auch, was bei Weekly World News oder so berichtet wird, um die Idee für eine Geschichte zu bekommen. Und das macht ja den Charme dieser Serie letztendlich auch aus. Ja, über einige Inspirationen haben wir auch schon eine Folge gemacht. Ein Beispiel ist die Folge von Dwayne Barry. Und die Folge ist inspiriert vom Fall von Phineas Gage. Das ist derjenige, der, was war es nochmal, was er ins Rohr durch den Kopf bekommen hat. Mit Hirnschäden dann hinterher. Genau, und dann danach hat sich sein Verhalten auf absurde Art und Weise verändert, seine ganze Persönlichkeitsstruktur. Ja, ganz interessanter Fall. Also gemischt in dem Fall übrigens bei der Dwayne Barry-Folge natürlich mit einer Alien-Entführung, also Entführung durch Außerirdische. Und auch da wieder Phineas Gage. Also ihr merkt schon, ganz viel von dem, was wir bei Hoaxilla gemacht haben, findet man da wieder. Und umgedreht, wer Akte X guckt, findet
bei einigen oder zu einigen Folgen und Stichwörtern dann auch entsprechende Huxilla-Folgen, ohne jetzt, dass wir bewusst an der Serie entlang gegangen sind, sondern jetzt gerade, wo wir die Serie mal wieder schauen, fällt uns das selber auf, dass da so in Nebensätzen Dinge erwähnt werden, wo wir sagen, ach guck mal, darüber haben wir auch eine Folge gemacht. Und das ist jetzt nicht, dass wir uns dran langgehangelt haben in den letzten 10 Jahren, aber scheinbar so ein ähnlicher Pool von Geschichten, die sowohl die Autoren der Serie spannend gefunden haben, als auch wir. Und nicht ohne Grund übrigens unsere Bücher, die wir veröffentlicht haben, die Hoax-Files, natürlich eine Hommage auch an diese Serie und so ein bisschen dieses Ermittler-Duo Scully Mulder, was wir ja dann in den fiktionalen Teilen unserer Bücher uns selber dann mal aufgeschrieben haben. Da kommt natürlich auch diese Idee für die Bücher her. Was ganz oft bei Akte X eine Rolle spielt und was auch bei unserer Art, Themen aufzubereiten, eine Rolle spielt oder überhaupt was eine Rolle spielt, wenn wir über Verschwörungsmythen sprechen, über Dinge wie Chemtrails oder so, ist, dass oft bei Verschwörungsmythen, auch bei denen, die jetzt gerade noch aktuell sind, eine Form von Horror eine Rolle spielt, die auch hier bei Akte X im fiktionalen Bereich oft genutzt wird als Stilmittel, nämlich der Einbruch des Unheimlichen und Erwarteten in den Alltag, dass Dinge, die wir als völlig selbstverständlich betrachten, im Prinzip nur eine ganz dünne Tünche sind über einer Welt, die wir überhaupt nicht mehr berechnen, kontrollieren können, die uns ganz fremd ist und die auch für unser Leib und Leben gefährlich ist. Wenn ich jetzt an die Folge The Parasite denke, sowas Stinknormales wie unsere Abwasserregelung oder Aufbereitung oder Entsorgung oder wie auch immer. Dass also quasi in dieser Unterwelt des Abwassers etwas lebt, das durch unser eigenes Tun, also unsere eigenen Verbrechen an der Natur auch, in dem Fall Tschernobyl, Atomkraft und so weiter, entstanden ist, dass solche Dinge dort existieren und dann für uns wiederum im Alltag eine Gefahr bilden. Und wenn ich mir jetzt parallel dazu solche Verschwörungsmythen wie Chemtrails zum Beispiel angucke, wo der ganz normale Blick in den Himmel, der uns allen so selbstverständlich ist und die ganz normalen Kondensstreifen von Flugzeugen, wie wir sie alle jeden Tag am Himmel sehen können, auf einmal so eine unheimliche, gefährliche Konnotation bekommen. Also quasi so eine Art Einstieg sind in eine ganz andere, fremde, unkontrollierbare und gefährliche Welt. Also das sind durchaus Motive, die bei unserer Arbeit eine Rolle spielen und eben auch dann im fiktionalen Bereich wie bei Akte X. Das ist der eine Teil. Der andere Teil, der auch immer wieder durchkommt, ist so ein Misstrauen, eine Warnung vor Technologie. Ja. Zum einen handfest. Es gibt auch Folgen, wo es um künstliche Intelligenz geht. Aber im Bereich von Akte X eher noch viel mehr der Bereich der Biogenetik, der Frage Bioengineering. Darüber haben wir mit Martin Moder vor nicht allzu langer Zeit gesprochen. Also die Manipulation des Menschen, hier dann häufig im Kontext von im Regierungssinne Supersoldaten oder solche Dinge zu entwickeln, aber auch an anderen Punkten Klonexperimente, also das Klonen ganzer Menschen in einer Zeit, als das Klonschaft Dolly auch durch die Medien ging und vielfach diskutiert wurde, ob man das machen sollte oder nicht. Und immer mal wieder der Gedanke, Wissenschaft wird irgendwie immer das machen, was Wissenschaft kann und wird auch diese Wege nutzen. Ohne Moral, also an dieser Schnittstelle auch. Und auch da bewegte sich Akte X immer dran lang und warnte davor. Also diese beiden Elemente. Das Frankenstein-Motiv und der Einbruch, wie du es ja schon gesagt hast, des Übernatürlichen, des größer than nature in den Alltag. Diese beiden Elemente spielen rein. Und das ist häufig in der Serie auch einfach wirklich visuell sehr, sehr gut gemacht, weil es am Anfang häufig sehr, sehr profan anfängt, diese Serie. Man sieht immer Vororte amerikanischer Städte, in denen dann eben plötzlich etwas Übernatürliches passiert und dann kommen eben die FBI-Agenten der X-Files, um diesen Fall vermeintlich aufklären zu können. Wir haben über eine Person, die den Agenten Scully und Mulder
ein bisschen zur Seite steht und dann aber letzten Endes, obwohl ich will nicht spoilern, vielleicht hat ja irgendjemand die erste Staffel immer noch nicht gesehen, will sie sich angucken. Genau. Also eine Person ist Deep Throat auf jeden Fall. Ja, der Informant. Der Informant, es gibt dann hinterher noch einen anderen Informanten und es gibt die Lone Gunman. Die dürfen wir eigentlich in diesem Zusammenhang auch auf keinen Fall unerwähnt lassen. Also alle, die jetzt gerade anfangen, Kommentare zu schreiben, ja, wir gehen jetzt darauf ein, dass es die Lone Gunman gibt, die Lone Gunman 3 Nerds eigentlich, kann man sagen, die all diesen Regierungsverschwörungen auf der Spur sind, die genau wissen, was die, passiert. Eigentlich Aluhutträger, ja. Die aber nicht wahnsinnig sind, sondern die einfach die Wahrheit wissen. Ja, ja, genau. Den Aluhut tragen. Und ich meine, die geben ein Magazin heraus, was irgendwie Magic Bullet Magazine heißt. Und jetzt müssen wir es natürlich sagen, sowohl The Lone Gunman als auch The Magic Bullet Magazine sind natürlich ganz klare Anspielungen auf das Kennedy-Attentat. Die Theorie vom Lone Gunman, also von Lee Harvey Oswald, spielt da eine Rolle. Magic Bullet ist das, was Oliver Stone in seinem Film beschreibt, sozusagen der Grund, warum das überhaupt gar nicht sein kann mit dem Einzeltäter Lee Harvey Oswald. An dieser Stelle sei es damit genug. Auf jeden Fall ist natürlich dieses traumatische amerikanische Ereignis da auch nochmal verarbeitet. Die Lone Gunmen haben irgendwann einen Ableger bekommen von dem, also Serienableger, eine eigene Serie, die 2001 startete in den Vereinigten Staaten mit zunächst mal gar nicht mal schlechten Einschaltquoten, zweistelliger Millionenbereich von Zuschauern. Und das Faszinierende daran ist, die erste Folge, der Pilot wurde 2001 im März ausgestrahlt in den Vereinigten Staaten und die Geschichte dieser Pilotepisode der Lone Gunmen war die Geschichte eines Verkehrsflugzeugs, was bei dem der Autopilot gehackt wurde, und dieses Verkehrsflugzeug sollte in das World Trade Center gelenkt werden, um ein Attentat vorzutäuschen, das der Regierung ermöglicht, die Überwachung der eigenen Bürgerinnen und Bürger zu verstärken. Wir alle wissen, auch den Anschlag irgendeinem ausländischen Diktator in die Schuhe zu schieben. Genau. So. Wir alle wissen, was am 11. September 2001 tatsächlich geschah in den Vereinigten Staaten. Und heute findet man natürlich zahllose Foren, Internetseiten, und man kann da nicht genug drüber lesen, dass diese Episode der Lone Gunman eigentlich der Beweis dafür ist, dass der 11. September eine Verschwörung der amerikanischen Regierung gewesen ist, denn es wird immer gesagt, die amerikanische Regierung hat gesagt, das war unthinkable, das war unvorstellbar, was da passiert ist, deswegen konnten wir uns auch gar nicht vor diesem Anschlag schützen, und die Argumentation natürlich heute der Verschwörungsgläubigen rund um den 11. September ist, naja, wenn sich das schon Fernsehautoren ausdenken können, warum sollte sich das eine Regierung nicht ausdenken? Immer wieder wird Chris Carter und vor allen Dingen auch Frank Spotnitz, der Autor dieser Episode und der Macher von The Lone Gunman, ja darauf angesprochen, und sie weichen typischerweise dieser Frage immer mal wieder aus und wollen das nicht so konkret beantworten. Die eigentliche Antwort, die man aber aus verschiedenen Interviews zusammenlesen kann, ist, dass sie sich bei dieser Episode zum einen haben inspirieren lassen von Dingen, die es gab. Also es gab zum Teil sogar schon Menschen, die gesagt haben, das wäre ein gutes Anschlagsziel gegen die Vereinigten Staaten. Naja, das World Trade Center war ja auch schon Ziel von Anschlägen. Und es gab also durchaus andere fiktionale Geschichten, die genau so einen Anschlag schon beschrieben haben. Das heißt, wer das gewollt hat, konnte sich einlesen, und das World Trade Center selber wurde ja auch gebaut mit dem Gedanken, was passiert eigentlich, wenn ein Flugzeug da einschlägt, sind diese Türme eigentlich vor so einem Ereignis geschützt. Also im Grunde genommen, natürlich konnte man sich vorstellen, dass Flugzeuge da einschlagen, aber die Duplizität der Ereignisse ist sehr, sehr überraschend. Was aber noch viel überraschender ist, und das geht auch mir so, ist die Tatsache, dass niemand schnell oder kaum jemand schnell einen Bezug zwischen der Fernsehserie und den Ereignissen am 11. September gezogen hat. Frank Spotnitz beschreibt, als er dann aufgewacht ist am 11. September und die Ereignisse gesehen hat, dass ihm sofort durch den Kopf schoss, ach herrje, The Lone Gunman, unsere Pilotepisode, mein Telefon wird nicht mehr stillstehen, jetzt
kommen alle auf uns zu und niemand, kaum jemand hat den Bezug zu dieser Episode, die ein paar Monate vorher im Fernsehen lief, gezogen. Und es gibt einige ganz interessante Berichte von Menschen, die die Folge gesehen haben und die den Inhalt vergessen haben, weil das Popcorn-Kino war, was niemand ernst genommen hat. Und die Folge hat zum damaligen Zeitpunkt keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die Serie ist ja auch im Grunde genommen gefloppt, nach 11 Episoden abgesetzt worden. Ist die Frage, ob sie heute erfolgreicher wäre. Also sie ist nicht super erfolgreich gelaufen. Die Serie hat kaum einen bleibenden Eindruck hinterlassen, obwohl sie zu einem Zeitpunkt kam, als auch Akte X immer noch sehr angesehen war. Man hätte ja vermuten können, dass eine Ablegerserie erfolgreich sein könnte. Und es hat dann eine ganze Zeit gedauert, bis dann irgendwann mal aufploppt. Und da sind wir wieder bei der YouTube-Akademie auf irgendwelchen YouTube-Kanälen. Hier übrigens der Beweis einer Verschwörung und all das, was ich vorhin schon geschildert habe. Nostradamus hat es auch gesagt. Nostradamus hat es auch vorhergesagt. Genau. Also es ist einfach ein Zufall und die Autoren beschreiben, wie sie selber durch Recherche im Netz auf diese Geschichte gekommen sind. Und wenn man sich mal überlegt, wie viel terroristische Anschläge in Hollywood sowohl im Fernsehen als auch im Kino aufbereitet worden sind, ist das jetzt mal ein Fall, wo der Anschlag in der Realität so war wie in einer Fernsehserie, aber nicht jeder Anschlag, der da gezeigt wird im Fernsehen, dient als Vorlage für einen echten Anschlag. Das Schlimme an der ganzen Geschichte ist natürlich die Anschläge selber, aber auch, dass im Vorfeld schon es Hinweise darauf gegeben hat, dass, also nicht die genaue Art und Weise, aber dass ein großer Anschlag bevorstehen könnte. Und wer da mal sich genauer umtut im Netz, wird eigentlich eher darauf stoßen, dass das FBI da doch teilweise nicht gut gearbeitet hat, dass da Hinweise nicht genügend Beachtung gefunden haben und dass vor allen Dingen auch Querelen innerhalb der Behörden oder zwischen verschiedenen Behörden, also CIA und FBI, dazu geführt haben, dass die Zusammenarbeit eben nicht so zielführend war. Und man auf entsprechende Hinweise auch nicht reagiert hat. Es gibt den ganz, ganz dramatischen, traurigen Fall von John McNeil, der ein FBI-Mann gewesen ist, der ja quasi beteiligt war an dieser ganzen Untersuchung im Vorfeld. Also der hat die Anschläge auf die US-Botschaften, die es in den 90er Jahren gegeben hat, untersucht. Der war also in diesen ganzen Dingen zu Hause, hat dann aber seiner Karriere durch einige Fehler, die er gemacht hat, nicht wirklich einen Dienst erwiesen. Er ist dann aus dem FBI ausgeschieden und hat Anfang September 2001 angefangen, als Sicherheitsmann im World Trade Center zu arbeiten und ist dann tatsächlich bei den Anschlägen auch umgekommen. Also dieser John McNeil ist da eine ganz, ganz tragische Gestalt und wird heute teilweise so ein bisschen als The Man Who Knew verkauft, also als derjenige, der im Prinzip im Vorfeld durch seine Ermittlungen hätte wissen können, dass so ein Anschlag ins Haus steht, der dann aber durch Querelen mit anderen Behörden oder durch eigene Fehler, also er hat irgendwie einen Aktenkoffer mit wichtigen Dokumenten irgendwie verloren und solche Dinge mehr, der dann irgendwie seiner Karriere nicht dienlich war und dann letzten Endes auch aus dem FBI ausgeschieden ist. Also eine ganz, ganz traurige Gestalt in dem Zusammenhang. Ja, was nehmen wir mit? Akte X sicherlich für uns etwas ganz, ganz Prägendes und ich glaube für euch, die ihr Huxilla hört, vielleicht ein Stück weit nachvollziehbar, warum das so ist. Die Serie selber als Beleg dafür, dass das Thema Verschwörungsmythen sicherlich ein spannendes Thema gesamtgesellschaftlich war und ist. Und vielleicht mal noch die Herleitung der Bezüge aus Huxilla zu der Serie. Vielleicht noch ganz kurz, ich habe gerade gesagt, McNeil heißt John O'Neill, also nicht, dass mir das jetzt aufs Brot geschmiert wird. Ja, das ist derjenige, der im WTC umgekommen ist. Ja, also Akte X und Huxilla sicherlich sehr, sehr eng zusammengehörend und ich glaube, wer unseren Ansatz verstehen möchte, sollte sich mal ein paar Folgen reinziehen von Akte X. Leider im Moment bei keinem der Streaming-Dienste, also im Rahmen von normalen Abos verfügbar. Das ist ein bisschen bedauerlich gerade, aber vielleicht kommt das ja demnächst auch mal wieder. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die allermeisten Huxilla-Hörer und Hörerinnen die Serie eh schon geschaut haben und vielleicht ist natürlich für den einen oder anderen, der etwas
jünger ist, der jetzt so in seinen 20ern ist, vielleicht Huxilla auch gar nicht so super spannend, weil die Serie einfach jetzt auch schon alt ist, muss man ja auch mal sagen. Über 25 Jahre alt, die ersten Folgen tatsächlich. Und ich finde, man merkt das ein bisschen am Filme machen. Und du hast vorhin ja schon im Zusammenhang mit den Lone Gunman so ganz kurz die Frage anklingen lassen, könnte man so eine Serie heute überhaupt noch machen oder wie würde die aussehen? Ja. Und es ist ja wirklich gerade schon absurd, dass da die Fiktion von der Realität wirklich elegant überholt worden ist und die Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythen, die gerade aktuell so herumgeistern, wesentlich absurder sind als vieles, was bei Akte X behandelt wurde. Also heute kommen einem ja die Aliens und Roswell und so schon teilweise so ein bisschen behäbig altmodisch vor, weil inzwischen so viele Dinge kursieren, die wesentlich perfider und ekelhafter sind. Also gerade, wenn man jetzt eben dran denkt, was Alex Jones und Infowars so verbreiten, ja, aber auch was Medien wie Breitbart oder ähnliche so die ganze Zeit ins Netz pusten. Und insofern ist es natürlich die Frage, wie ist da die Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Popkultur? Natürlich hat sich Akte X damals von wahnsinnig vielen Dingen beeinflussen lassen, die schon kursierten. Also das sagen die Macher natürlich auch. Wir haben aus allem, was wir so in die Finger kriegen konnten und teilweise waren die Sachen auch schon älter, als wir angefangen haben, uns inspirieren lassen. Natürlich auch von aktuellen Zeitungsartikeln, das hast du ja auch schon erwähnt. Und auf der anderen Seite sagen die Macher auch durchaus, ja, es kann schon sein, dass wir so ein bisschen zumindest mitgeholfen haben, dass so Verschwörungsmythen in der Mitte der Gesellschaft gelandet sind, dass sie ein bisschen populärer geworden sind, denn wir waren halt so eine Network-Show, wir hatten ziemlich hohe Einschaltquoten und klar haben wir irgendwie mehr Leute erreicht. Also da findet sicherlich eine Wechselwirkung statt. Ob sowas jetzt natürlich dazu führen sollte, dass sich Menschen, die Fiktion erschaffen, also Autoren von Drehbüchern, von Büchern oder was auch immer, irgendwie beschneiden lassen in ihrer Fantasie, in ihrer Kreativität. Das steht auf einem ganz anderen Blatt, weil ich es durchaus legitim finde, auch als jemand, der Fiction schafft, mal mit den Grenzen zwischen Realität und Fiktion zu spielen. Auf der anderen Seite ist es aber immer noch wichtig, den Menschen sozusagen ein Alternativangebot mit an die Hand zu liefern, was so ein bisschen so eine Art Fallschirm für den Sprung in die Fiktion ist, also der einen dann so ein bisschen in der Realität verankert, wenn man so will. Genau, darüber haben wir ja Anfang diesen Jahres mit Bernd Klotzke und Herrn von Spitz gesprochen, genau, also mit den beiden Autoren Christian von Aster und Carsten Steenbergen. Guter Satz, ja. Und wer da über dieses etwas gefakte Interview drüber hinaus hört, ist das ja genau dann der Inhalt. Die beiden geben ja durchaus auch an, dass sie als Autoren, die ja recht erfolgreich sind, sich immer mal wieder von diesen Verschwörungsmythen inspirieren lassen und warum das in der Kunst, in der Literatur durchaus ein Thema ist. Also auch da wieder der Bezug, vielleicht so ein bisschen fast schon eine Klammer um dieses Jahr von Huxilla. Ich finde es ganz spannend, dass wir in der Beschäftigung jetzt mit Akte X die Gremlins hatten, Phineas Gage, Entführung durch Außerirdische, Mondlandungsverschwörung, die angebliche, also all das. Chupacabra hatten den Chupacabra, wir. Werwölfe. Werwölfe, Vampire, also all das, was uns beinhaltet, findet sich in dieser Serie und hat für mich auch nochmal deutlich gemacht, ein Stück weit, was Inspiration ja auch am Ende bedeutet und wie man auf gewisse Ideen kommen kann. Und da ihr auch immer mal wieder uns als Feedback gegeben habt, so ein bisschen noch mehr Einblick in Huxilla Making of zu haben, ist das sicherlich eine Episode, die euch ein bisschen in unser Gehirn blicken lässt, vielleicht ein Stück weit, und wo wir herkommen und warum Huxilla so ist, wie Huxilla ist. Genau, Mulder. Scully. Und jetzt muss Scully uns mal erzählen, am Ende dieser heutigen Folge von Huxilla, was es denn jetzt mit diesem roten Porsche auf sich hat und ob da wirklich eine Autobahn draufgefallen ist. Ich bin sehr gespannt. Die Auflösung. Also
Also eigentlich handelt die heutige Hoaxilla-Folge vom Loma Prieta Earthquake. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Das ist auf jeden Fall ein Erdbeben, was am 17. Oktober 1989 in der Gegend von San Francisco stattgefunden hat. 7,1 auf der Richterskala, also durchaus schon ein ernstzunehmendes Erdbeben, das auch wirklich großen Schaden angerichtet hat. Es sind 62 Menschen ums Leben gekommen. Und die Geschichte, die ich euch am Anfang erzählt habe, gibt es in verschiedenen Varianten. Es sind immer teure Autos, die da eine Rolle spielen. Die Details unterscheiden sich teilweise. Manchmal kommt die Polizei eben zu dem Besitzer und bringt dann nur noch irgendwie, weiß ich auch nicht, ein Stückchen Auto vorbei. Was das dann genau ist, das variiert. Es ist auf jeden Fall eine moderne Sage, die sich im Nachgang dieses Erdbebens formiert hat oder gebildet hat, was aber dann teilweise bei anderen Erdbeben, also hinterher dann auch nochmal aufgewärmt wurde. Also das gibt's halt mit diesem Erdbeben 1989. In den 90er Jahren hat es natürlich auch Erdbeben gegeben, mit denen das dann in Zusammenhang gebracht worden ist. Und immer wenn sowas gewesen ist, dann poppte diese Geschichte wieder auf und wurde weitererzählt. Natürlich steckt dahinter so ein bisschen so einmal die Tragik, wenn jemand sich sein Traumauto kauft und kurz danach wird es eben durch Naturgewalten zerstört. Aber auch so ein bisschen der Wunsch nach Gerechtigkeit, wenn dann jemand, der auf fiese Art und Weise ein Auto klaut, die gerechte, also in Anführungsstrichen gerechte Strafe dafür erhält und in diesem gestohlenen Auto umkommt. Also so eine typische Spinne in der Yucca-Palme-Geschichte, wenn man mit so will. Mit Moral. Mit Moral, ja, ja. Und Würze. Jawohl. Ja, damit sind wir am Ende der 239. Episode. Die 240. Episode wird noch im Oktober erscheinen. Und der eine oder andere kann vielleicht sogar erraten, an welchem Tag und was da passiert. Und das wird, glaube ich, eine gruselige Episode. Zumindest haben wir uns da was Gruseliges ausgesucht. Ich finde, ja. Da könnt ihr euch drauf freuen. Uns bleibt nur zu sagen, dass wir uns, wie gesagt, schon am Anfang bei euch bedanken. Insbesondere, du sagst Unterstützer, natürlich die vielen Themenvorschläge, aber ich möchte auch nochmal all denjenigen danken, die uns finanziell unterstützen bei dem, was wir hier tun. Dafür vielen Dank. Wir sind im Dezember, am 3. Dezember in Köln nochmal bei den Kölniger Skeptikern, bei Skeptics in the Pub zu Gast mit einem Vortrag. Also den Termin könnt ihr euch vormerken, wenn ihr irgendwo aus der Nähe von Köln kommt. Seid ihr herzlich eingeladen, bei Skeptics in the Pub vorbeizuschauen und dann mit uns auch gerne nach dem Vortrag noch zu diskutieren. Das ist ein Thema, wo es sicherlich viel zu diskutieren gibt. Das ist, der Vortrag wird den Titel haben, die Weisen von Zion heißen heute Soros und Co. Mhm. Und es wird da nochmal um Antisemitismus gehen und die jüngsten Ereignisse in Halle haben mir gezeigt, wie wichtig dieses Thema ist und auch hier so ein bisschen erschreckend, dass wir ein paar Monate vor den Ereignissen von Halle mit dem von uns sehr geschätzten Michael Blume ein Interview zu dem Thema gemacht haben, warum der Antisemitismus uns alle bedroht. Und einfach dieser Buchtitel mit dem, was da in Halle passiert ist, zusammengebracht, lässt mich nach wie vor schaudern. Und zwar nicht in einem guten Sinne. Akte X lässt mich schaudern in einem positiven Sinne. Das lässt mich ganz negativ schaudern. Und da werden wir nochmal drüber reden, was es denn mit antijüdischen Tendenzen im Internet und überhaupt, wie schnell man bei antijüdischen Tendenzen ist, wenn man sich mit Verschwörungsmythen beschäftigt. Das also in Köln. Ansonsten planen wir eine ganze Reihe noch von Crossover und Gastauftritten, die leider immer ewig dauern. Das tut uns immer ganz furchtbar leid für Menschen, die uns anfragen und sagen, könnt ihr nicht mit uns mal was zusammen machen? Im Grunde genommen, wenn wir nur das machen würden, nur Hoaxilla machen würden in unserem Leben, würden wir wahrscheinlich immer Ja sagen, würden das immer auch zeitnah über die Bühne kriegen. Das klappt leider nicht. Deswegen dauert das immer ganz ewig und wir mussten jetzt gerade auch tatsächlich mal ein Projekt, was eigentlich ganz interessant klang, absagen, dass wir da nicht mitmachen können. Was es allerdings gibt, das kann ich auch nochmal sagen, ist für all diejenigen, die Podcasts verfolgen, die ich so nebenbei noch mache, minutenweise Matrix ist ja abgeschlossen, ein Podcast, wo wir den Film Matrix besprochen haben. Es wird da was Neues geben, das heißt Werkgetreu wird auch, so wie sich das darstellt, im Oktober starten. Also nicht minutenweise Akte X.
Nicht minutenweise Akte X, das auf keinen Fall. Und Alexa, du hast auch vor, demnächst was wieder zu beleben. Ja, ne? Ja, es lebt. Die Black Sweet Stories sollen werden, definitiv wiederkommen. Wir sind im Hintergrund schon mächtig daran zu werkeln, dass die Black Sweet Stories einen vernünftigen YouTube-Channel kriegen. Sie sind bei Patreon vertreten inzwischen und es wird neue Folgen geben. Und ich kann das schon mal ankündigen. Ich weiß nicht, wann ihr diese Hoaxilla-Folge hört, aber es wird im Oktober eine Black Sweet Stories Folge geben. Es hätte sie auch schon längst gegeben, wenn ich nicht eine Grippe bekommen hätte und wirklich über Tage hinweg kaum Stimme hatte. Eigentlich ist meine Stimme mehr oder weniger direkt zu den Vorträgen in Südtirol wiedergekommen. Ja. Vorher war es arg. Das hätte sehr merkwürdig geklungen. Ein weiterer Grund, warum auch die Hoaxilla-Folge sehr spät ist, weil ich einfach die Grippe des Todes ereilt hatte. Ja, das war auch nicht witzig. Und bei der Gelegenheit, ich habe mich gerade impfen lassen, Grippeschutzimpfung. Du konntest ja, nicht. Noch nicht, aber ich werde. Genau, weil du erkrankt warst. Also lasst euch da einfach impfen. Und ja, ich habe anderthalb Tage einen scheiß schweren Arm gehabt und ich bin ein Mann und ich jammere gerne. Ich habe laut gejammert, wie weh das getan hat, diese Impfung. Also es war gar nicht so schlimm. Es war ein bisschen verstärkter Muskelkater. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass man mit so einem grippalen Infekt echt richtig auf der Nase liegt, kann man sich auch gerne mal impfen lassen. Und ich habe mich jetzt impfen lassen und ich kriege immer noch gerade Sätze raus. So schädlich scheint das alles nicht zu sein. Das nochmal als Hinweis, lasst euch impfen und guckt generell mal euren Impfpass durch und behandelt solche Sachen vielleicht nicht mit Zuckerkügelchen, weil auch wenn ihr dran glaubt, dass das hilft, bei so einem richtigen Infekt hilft das dann auch nicht mehr. So, damit sind wir am Ende der heutigen Episode und wir fasern hier auch schon wieder furchtbar aus. Wir freuen uns darauf, euch im Oktober wiederzuhören. Wir freuen uns darauf, euch beim Vortrag in Köln zu treffen. Wir wollen auch wieder Hörertreffen machen. Ihr merkt aber schon, krank sein, Job, herumreisen. Es gibt Ideen für ein Treffen mal wieder. Da sind wir gerade dran, das zu machen. Mal wieder so ein richtig klassisches Hoaxilla-Hörertreffen. Und bitte schreibt mir jetzt nicht, dass wir nach Klein-Pose-Muckel doch auch mal kommen sollen, weil wir haben ja das Problem, dass wir eben andere Sachen auch machen müssen und wir können leider nicht in jedem kleinen Ort ein Hörertreffen machen und München steht jetzt gerade auch nicht auf dem Plan, ist kein kleiner Ort, aber ist halt einfach furchtbar weit weg. Aber wir werden das versuchen mal da wieder. Da fallen auch immer die Züge aus. Auch das ist eine ganz andere Geschichte. Dienstreisen mit Hoaxilla ist auch eine ganz andere Geschichte. Aber wir versuchen wieder vermehrt Hörertreffen zu machen, wenn wir irgendwo sind, uns mit euch wieder auf Augenhöhe mal zu treffen. Spätestens im nächsten Jahr soll es das mal auch wieder häufiger geben. Und irgendwie wird uns auch irgendwas noch zum 10-jährigen Jubiläum einfallen. Irgendwas machen wir da. Wir wissen noch nicht was. 18. Mai aber 2020. Genau. Alles Gute da draußen. Euch eine gute Zeit und natürlich immer schon skeptisch bleiben. Tschüss. Der Hoaxilla-Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patron bei Patreon oder über PayPal oder über unsere Amazon-Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@hoaxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.